Ja, wir sind auf dem Weg zu Xardas und müssen endlich ja mal weiterkommen, denn wir wollen endlich aus dieser verfluchten Kolonie raus und hier nicht mehr gefangen sein. Das war das erste Ziel, was wir hatten, als wir hier in die Kolonie geschmissen wurden, und wir kommen unserem Ziel immer näher. Aber da fehlt noch ein bisschen Stück Arbeit. Und das kann uns wohl Xardas erzählen. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic. Ja, wir sind vor der Leiche, vor dem Steingolem stehen geblieben. Unser Held nimmt natürlich alles mit, was er kriegen kann, den Trank und so. Und leider hat er ja keinen Hammer mehr. Er wundert sich auch, wo der Hammer geblieben ist. Und hofft jetzt irgendwie, dass er mit der Waffe, die er hat, irgendwas an dem Steingolem aushält. Und nein, da passiert gar nichts. Und deswegen muss unser Held flüchten, bevor der Golem ihn durch die Gegend schleudert und ihn in den Fetzen reißt. Geht er schnell zurück. Und ja, will sich einmal zum Sumpflager teleportieren, das weil es am nächsten ist. Aber wie wir alle wissen, geht das nicht. Jedes Mal, wenn man etwas macht, dann passiert irgendwas. Auto Way Out. Wo war das denn noch? SL. Labor unterstrich in. Ich meine, das war das. Nö. Egal. Dann laufen wir da halt eben hin. Der Held muss zurück zum Lager laufen. Und läuft beinahe in die falsche Richtung. Er läuft beinahe in die Hände von irgendwelchen Orks, die da unten noch rumwursteln oder anderem Getier. Und deswegen geht er halt wieder den oberen Weg lang, wo er ungestört ist und keine Probleme hat. Jetzt, da er alles hat, was er benötigt, noch nicht alles hat, was er benötigte, um zu Xardas zu gelangen, denn dort war ein Golem. Und anscheinend sind die restlichen beschworenen Kreaturen auch Golems. Aber bestimmt keine Steingolems, sondern eher andere Golems, so wie wir es im Buch erfasst haben. Und zwar, ja, wir wissen es ja schon, Eis- und Feuergolem. Irgendwie war da eine unsichtbare Wand. Der Held macht sich mit großen Sprüngen auf den Weg zum Sumpflager, denn dort war es, wo er noch wusste, dass er sich noch Hammer kaufen konnte und dass sich da auch noch ein Hammer befindet. Er wusste nämlich nicht mehr, wo er seine Hammer verkauft hatte. Und ja. Deswegen beeilte er sich natürlich schleunigst, dorthin zu kommen wieder. Oder nicht wieder hinzukommen, sondern hier macht sich schleunigst auf den Weg dorthin, um dort schnellstmöglich hinzukommen, damit er den Hammer für den Golem hatte, den er erschlagen musste. Denn das war natürlich ganz blöd, dass da jetzt der Hammer irgendwie abhanden gekommen ist. Den muss ich irgendwann mal verkauft haben. So richtig unbewusst verkauft haben.
einfach mal ihm, ich fahre ihm das Erz, nehme ich ihm mit und habe ganz unbewusst den Hammer mitverkauft. Ich frage mich aber, wo? Und das, da ich das nicht weiß, hole ich mir jetzt einen anderen Hammer. Wir haben zwar keinen Götterhammer mehr, aber einen Kriegshammer geht's auch. Und den holen wir uns jetzt. Und ich weiß ganz genau, dass der Schmied im Sumpflager diese Waffen besitzt. Deswegen springe ich auch die ganze Zeit, weil das etwas schneller geht. Und da ist der Gute. Ich will mit. Gut. Ich will handeln. Genau. Ich will handeln und du gibst mir jetzt einen Hammer. Gib mir einen Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Da. Den Kriegshammer. Rostigen Zweihänder. Nee. Brauche ich nicht. Lass uns lieber über was anderes reden. Kriegshammer nehme ich. Man muss eben aufpassen. 73 Schaden. Wie viel macht unsere Waffe eigentlich jetzt gerade? Das kann verkauft werden. Sonst haben wir eigentlich nicht groß zu verkaufen. Oh, hier, wenn wir noch. Wenn wir wieder. Aber. Wie gesagt, viel haben wir nicht zu verkaufen. Alten Streit. Das. Hups, wir sind schon zu weit. Das kommt noch weg. Machen wir das so. Und dann gucken wir mal. Die macht 79. Also es gibt keine bessere Waffe. So. Und jetzt, wo unser Held natürlich wieder seinen Kriegshammer hat. Oder einen Hammer. Zumindest einen Hammer hat. Macht er sich auf den Weg. Um sich mit dem Golem zu messen. Auch wenn er nur einen Kriegshammer hat und nicht mehr seinen Götterhammer wie vorher. Aber anders geht's nicht. Anders geht's wirklich nicht. So. Er beeilte sich natürlich wieder, schleunigst dorthin zu kommen. Um den Götter, um den Golem eine reinzuwürgen. Denn die Waffen, wir müssen zu Xardas und der muss uns helfen. Sonst kommen wir niemals aus dieser Barriere raus, denn das ist das Einzige, was wir wollen. Nämlich aus dieser verfluchten Barriere rauskommen und uns endlich in Freiheit bewegen. Um endlich hinaus in die freie Welt zu gehen. Mit dem Aufzug raus aus der Barriere. Und dann geht das. So. Jetzt, wo der Held schon wieder die Hälfte des Weges hinter sich hat, ist das schon wieder relativ angenehm. Aber trotzdem will er so schnell wie möglich zu Xardas gelangen. Damit er endlich weiß, wie er aus dieser verfluchten Barriere kommt. Weil nur er hat die Lösung dafür. Auch wie Saturas sagte, er ist der Einzige, der uns noch helfen kann. Er ist der 13. Zauberer. Wie aus dem Film, der 13. Krieger, ist er die Lösung allen Übels. Ja. So. Jetzt sind wir auch schon wieder gleich da. Wir sind schon wieder im Orkgebiet. Haben wir uns sozusagen den Weg so einigermaßen frei gekämpft. Und deswegen können wir da jetzt auch so durchgehen, ohne groß von irgendwelchen Tieren angegriffen zu werden oder irgendetwas. Unser Held springt wie ein Hase von Punkt zu Punkt, um schneller voranzukommen. Um einfach ganz schnell zu Xardas zu gelangen. Er nahm schon mal seinen Kriegshammer in die Hand. Um gleich dem Golem um die Ohren zu wirbeln. Denn der Golem wartet schon auf ihn. Und bekommt jetzt ordentlich auf die Mütze. Und zwar ganz schnell.
Der Golem ließ ein Herz liegen, doch danach wechselt der Held wieder seine Waffe um. Jetzt seine Magie hier herauszuholen, um den nächsten Golem anzugreifen, nämlich den Eisgolem. Dem er mit zwei vollen Feuerbällen eigentlich den Garaus machen wollte, aber ja. Aber nun ihm mit einem Feuerball das schon gereicht hat. So, Mana-Bonus, zack. Er füllte seinen Mana wieder auf und nahm das Herz des Eisgolems mit. Und wenn das Herz der Eisgolem war, dann denkt sich unser Held, kann der letzte ja nur noch ein Feuergolem sein, den er ganz schleunigst eben beseitigt mit zwei wunderbaren Kugelblitzen. Ging das relativ schnell. Er nahm auch dieses Herz mit und ging dann in den Turm des Dämonenbeschwörers, in den Turm von Xardas. Er guckte alles nach erstmal. Vielleicht ist hier irgendwas Wichtiges und er hört schon komische Geräusche. Und tatsächlich, in dem Nebenraum ist ein Ungetüm, was sich gar nicht gut, was gar nicht gut aussieht. Und er guckte einmal. Wir haben zwei Extrakte des Lebens, die er einmal nahm. Und ging dann zu dem Ungetüm. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen noch. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Sterblicher? Wer ich? Ich gehe ja schon. Jetzt, da der Held das Rätsel gelöst hat, machte er sich noch zu schaffen an der Truhe, die in diesem Raum war. Und dann machte er sich auf den Weg zum Dämonenbeschwörer. Denn er hatte ja jetzt die Rune dafür bekommen. Und hatte nicht genug Mana. Wie immer. Aber das kann man einmal ändern.
So, ein Tränkchen und dann geht's hoch zum Dämonenbeschwörer. Oben angekommen, nahm er wieder mal alle Truhen raus, nahm alles mit, was er kriegen konnte, was ihm helfen konnte. Und das war einiges hier. Und deswegen ging er aber auch vorsichtig voran, um zu gucken, nicht, dass ihn irgendwas überraschte. Denn auch hier hängen überall Skelette. Und man denkt sich auch, Xardas hatte so manchmal mit einem Menschen Spaß. Und zwar den falschen Spaß. So, oben angekommen, schaute sich der Held auch nochmal um, guckte einmal auf das Plateau und sah und konnte sehr weit über das Ortgebiet gucken. Und weiß jetzt, dass das der Turm von Xardas ist, den er von da hinten mal gesehen hat. Und jetzt ging er wieder in die Bibliothek. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend.
Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ja. Wir haben Xardas kennengelernt. Er studiert weiter in seinen Büchern und liest in seinen Büchern. So anders kennt man ihn gar nicht. Studierend in seinen Büchern vergraben, steht der Xardas hier in seiner Bibliothek und wir müssen wieder die Drecksarbeit machen. Wir sollen nämlich zu dem Ork-Schamanen dort oben und uns mit ihm unterhalten, denn er wird uns den restlichen Teil des Schläfers erzählen. Doch das, meine lieben Freunde, werden wir in der nächsten Folge erst sehen, weil ab dann gibt es keine Aufteilung mehr. Das war die letzte Folge. Wir sind nämlich beim Sumpflager, sind wir schon hier. Mit dem alten Lager sozusagen sind wir schon hier. Und jetzt mit dem neuen Lager sind wir hier. Und deswegen verabschiede ich mich hier, sage Dankeschön für, dass ihr diese Aufteilung mitgemacht habt. Und wir werden ab sofort wieder sofort fahren als neutrales Individuum, denn alles, was wir jetzt machen, ist aus unserem eigenen Interesse, denn Xardas gibt uns die Aufgaben, denn er hat die Lösung für die Barriere, die wir hier unten nicht sehen, die ab und zu vielleicht mal kommt oder auch gar nicht, ist auch egal. Und jedenfalls, ja, bis dahin, sagt Schüller, haut rein, ich bin dein Herz. Jetzt kommt die Endcard und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und da entscheiden wir, welchen unserer drei Helden wir nehmen. Ob wir den aus dem alten Lager nehmen, ob wir den nehmen oder ob wir den aus dem Sumpflager nehmen. Also, bis dahin, ciao und bis dann. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wann ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video und bis dahin sage ich Tschüdele, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.